Geben Sie je ein Beispiel für, und das Zauberwort, die Überschrift ist Preisdifferenzierung. Ich stelle die Fragen ein klein bisschen um. Geben Sie ein Beispiel für räumliche, zeitliche und persönliche Preisdifferenzierung. Klären wir kurz noch, was Preisdifferenzierung ist. Preisdifferenzierung bedeutet, für das gleiche Produkt oder die gleiche Dienstleistung unterschiedliche Preise zu nehmen. Die Frage ist, wie macht man die Unterscheidung? Preisdifferenzierung heißt Unterscheidung, Unterscheidung räumlich, Unterscheidung zeitlich, Unterscheidung persönlich. Was könnte ein Beispiel sein für räumliche Preisdifferenzierung? Das klassische Beispiel ist der Benzinpreis. Ja, man kann mit Sicherheit im Internet irgendwo auf irgendeiner Seite nachschauen, dass der Benzinpreis 200 Kilometer, was weiß ich, nördlich vielleicht günstiger ist. Aber was nützt einem das? Ja. Also beim Benzinpreis gibt es zum Beispiel im Norden Deutschlands andere Preise als im Süden Deutschlands. Ja, das ist geradezu klassisch. Dann zeitlich, das macht man zum Beispiel in der Hotellerie. Auch geradezu klassisch. Ja, es ist dasselbe Zimmer, es ist dasselbe Hotel, aber in der Nebensaison zahlt man einen ganz anderen Preis, einen nämlich deutlich günstigeren Preis als in der Hauptsaison. Und persönlich wäre die Differenzierung zum Beispiel für Schüler, die zahlen einen anderen Preis, oder Studenten kriegen einen anderen Preis als den normalen Preis, oder Senioren kriegen einen anderen Preis als den normalen Preis, einen günstigeren Preis. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.